Die Aktienmärkte haben uns gestern ein altbekanntes Muster gezeigt. Wir sehen die Tech-Werte steigend, wobei es nur wenige sind, die steigen. Der Rest eher fällt. Wir sehen, dass der Dow Jones, dass der Russell 2000, dass selbst der S&P 500 gefallen ist, aber der Nasdaq deutlich gestiegen ist. Wir sehen, dass der DAX gefallen ist. Es ist also wieder dieses alte Spiel. Tech oder einige Tech-Werte steigen, die anderen fallen tendenziell. Aber was besonders auffallend ist derzeit, ist der Anstieg der Volatilität des VIX, des sogenannten Angstbarometers, das also normalerweise die Schwankungsbreite bemisst. Der VIX ist eigentlich ein Instrument, das die erwartete Schwankungsbreite von S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Handelstagen versucht zu antizipieren. Und wir sehen, wir hatten gestern den größten VIX-Anstieg seit dem 13. Juli, aber es ist der größte jemals verzeichnete Anstieg beim VIX, wenn der S&P 500 weniger als 0,25% verloren hat. Das war ja gestern der Fall, ich glaube minus 0,23% oder minus 0,22%. Das heißt, wir sehen schon Ungewöhnliches. Wir haben ein leichtes Nachgeben dieses Leitindex S&P 500, aber ein deutliches Anziehen der Volatilität. Was ist da los? Was passiert da? Es gibt die These, es gibt eine gewisse Indikation, dass wir, wenn wir eine solche Korrelation sehen, dass also sozusagen hier die Vola tendenziell ansteigt, während der Markt auch noch ansteigt, wir sind ja gestern in der Nähe beim S&P 500 eines Allzeithochs gewesen, dann ist das oft eine Vorbote, so sieht man in dieser Grafik, für eine schärfere Abwärtsbewegung, so war es zumindest in der Vergangenheit. Es geht dann meistens noch ein Stück weiter, es läuft noch eine Zeit lang, aber möglicherweise heißt dieser steigende VIX eben auch, dass die größeren Player sich abzusichern beginnen, dass man also Put-Optionen langsam ins Depot legt, weil man sich sagt, uiuiui, das ist doch jetzt ein bisschen heiß gelaufen. Wenn da ein Rücksetzer kommt, dann brauche ich eine Absicherung. Das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass wir schlicht nicht wissen, was da los ist, weil derzeit das Optionsvolumen sehr, sehr groß ist. Die Optionen machen einen immer größeren Anteil am Handel aus und möglicherweise eine Tesla, die gestern über 12% gestiegen ist und damit ja auch volatil ist, ein Anstieg von über 12% ist ja eine gewisse Schwankungsbreite. Schwankungsbreite ist ja die Übersetzung für Volatilität. Kann dafür sorgen, dass die Vola eben nach oben geht. Jedenfalls ein Phänomen, das wir beachten sollten, das auch im Nasdaq der Fall war. Wir haben gestern gesehen, der Nasdaq hier, diese blauen Balken ist der Nasdaq, der rechte Balken, jeweils rötliche Balken, das ist die Volatilität auf den Nasdaq. Gibt ja jetzt den VXN, ein neuer Future, mit dem auch die Nasdaq-Volatilität handelbar ist. Und wir sehen, wir haben jetzt teilweise Anstiege beim Nasdaq und Anstiege der Volatilität gleichzeitig. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wir hatten gestern ja die Situation mal wieder, dass der Nasdaq gestiegen ist, aber über 500 Aktien sind mehr als, oder über 500 Aktien, genau gesagt 510 Aktien sind mehr gefallen, als sie gestiegen sind. Und wir haben jetzt also den vierten Handelstag in Folge gehabt mit negativem Breath, wie die Amerikaner sagen. Also praktisch ein Handelstag, an dem mehr Aktien fallen als steigen. Und das, obwohl der Index eben doch deutlich gewonnen hat. Wir hatten einmal einen Tag mehr, nämlich fünf Handelstage, wo das der Fall war. Das war im Jahr 1999. Also wir sehen immer wieder diese Analogie, auch gestern bei Tesla zu der Dotcom-Blase. Wir haben ja jetzt eine Marktkapitalisierung von 516 Milliarden Dollar bei Tesla. Man hat einen Umsatz von 25 Milliarden, also ein Zwanzigstel, und praktisch kein Gewinn. Ohne den Verkauf der Emissionsrechte würde ja Tesla Minus machen. Wenn wir uns mal die globale Autoindustrie anschauen, dann machen die 800 oder sind die bewertet mit 803 Milliarden, also nur knapp 300 Milliarden mehr als Tesla, die gesamte andere Autoindustrie, aber die verkaufen 2,3 oder machen einen Umsatz von 2,3 Billionen und haben immerhin 100 Milliarden Gewinn. Und da sieht man, dass wir doch sehr stark im Jahr 1999, 2000 angekommen sind. Also die Analogien sind schon durchaus gegeben. Seit dem Aktiensplit hat Tesla jetzt 180
188 Milliarden oder seit Bekanntgabe des Aktiensplits hat Tesla 188 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Es gibt Untersuchungen, es gibt Aussagen, die zeigen, dass die Amerikaner wirklich glauben, dass die Aktie damit günstiger geworden ist. Wenn man praktisch die Aktie fünftelt, also ein Aktiensplit 1:5, dann glauben die scheinbar, die Aktie sei günstiger geworden und schlagen zu. Es ist manchmal so simpel. Wir sehen jetzt eine gewisse Venezualisierung der Aktienmärkte anhand von Tesla. Aber Tesla hat sich noch besser gehalten als der venezolanische Aktienmarkt, der ja bekanntlich leicht geprägt ist durch Hyperinflation. Vielleicht sehen wir so etwas wie Hyperinflation schon im Bereich des Aktienmarktes anhand von Tesla. Und wir hatten ja jetzt den besten August an den Aktienmärkten insgesamt seit dem Jahr 1986. Die anderen sehr starken Augustmonate waren übrigens 1928, 29, 32, 33 und das Jahr 2000. Also wunderbar Monate, die wunderbare Zukunftsprognosen dann erlaubten, das sei vielleicht mal kurz erwähnt. Kommen wir zum Tagesgeschehen. Wir haben jetzt nach wie vor keine Einigung zwischen US-Republikanern und Demokraten in Sachen Stimulus. Da scheint ein absoluter Stillstand zu sein, vor allem die Unterstützung für die Bundesstaaten, die für die Demokraten ja wichtig sind. Da sind oft defizitäre Bundesstaaten der Fall, da versucht man die auszubailen gewisserweise. Das wollen die Republikaner nicht, dementsprechend kein Stimulus in Sicht. Hier gestern Peter Navarro mit der Aussage, auch weitere chinesische Apps jetzt in den Fokus zu nehmen, nach TikTok und WeChat. Das vielleicht für Apple ein kleiner Hinweis, WeChat ja sehr, sehr wichtig in China. Was passiert, wenn sozusagen Apple-Phones, iPhones keine WeChat-Apps mehr anbieten können, dann wird das für Chinesen uninteressant. Vielleicht schlagen die Chinesen irgendwann mal zurück. Jedenfalls, und das ist vielleicht jetzt wichtig, wir kommen ja in die wirklich heiße Phase des Wahlkampfs. Wir sehen, dass Trump in den Umfragen aufholt, dass der Abstand deutlich kleiner wird, teilweise 50-50 ist in den Swing States, auf die es ankommt. Die Bundesstaaten, die also mal zu den Republikanern neigen, mal zu den Demokraten. Da vor allem hatte Trump den Abstand deutlich verringert. Und wir sehen, in diesem Jahr macht die Wahl wirklich einen Unterschied in den Augen der Amerikaner. So viele wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr sagen, ja, es macht einen Unterschied, wen ich wähle. Dementsprechend könnte die Wahlbeteiligung auch hoch sein. Es wird viel davon abhängen, wie die Geschichte mit dem Coronavirus in den USA läuft. Wir sehen jetzt, dass wir leicht rückläufige Zahlen hatten im August. Das sind hier Monatsaufstellungen zwischen März und jetzt August ganz rechts. Wir sehen, dass die Hospitalisierungen etwas zurückgegangen sind, aber die Todeszahl ist nach oben gegangen. Also das wird natürlich ein entscheidender Faktor. Und interessant ist auch, dass wir sehen, dass in den USA, vielleicht als Trendsetter, eine Bewegung raus aus den dicht besiedelten Gebieten stattfindet, innerhalb von Städten, von dichter besiedelten in weniger dicht besiedelte Gebiete oder insgesamt sogar raus aus Städten in weniger dicht besiedelte, also eher ländliche Gebiete. Das ist ein Trend, der natürlich durch Homeoffice verstärkt wird. Wenn ich nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss, dann ist die Entfernung eher weniger ein Problem oder das Problem reduziert sich dann. Das könnte ein Trend sein, der auch in Deutschland der Fall ist, dass wir also eine gewisse Abnahme der Attraktivität von Innenstädten sehen, möglicherweise dann irgendwann auch mal fallende Preise für Immobilien in eben diesen dicht gedrängten Innenstädten, die dann gemieden werden. Schauen wir uns abschließend noch ein paar Charts an, meine Damen und Herren, von Capital.com im 4-Stunden-Modus. Alle Charts, wir sehen hier den DAX. Naja, er schafft es jetzt immerhin über die 13.000er Marke, aber es ist schon ein bisschen ein Gewürge, anders als etwa beim Nasdaq, der könnte kein Halten. Es geht nach oben. 12.177. Wie gesagt, ohne Tesla und Apple wäre der Index Nasdaq gestern wahrscheinlich unverändert geblieben. Wir sehen den S&P 500 3.509. Wir sehen Gold bei 1.983. Und wir sehen den Euro-Dollar, der sich knapp unter der 1.20er Marke behauptet. 1.1982. Das soll es erstmal gewesen sein. Diese Volatilität ist der Zeit ein Rätsel. Warum steigt die an? Warum steigt das sogenannte Angstbarometer VIX an? Das ist die große Frage. Dafür gibt es einige Erklärungen. Auffallend ist es schon. Wir werden wahrscheinlich erst im Nachhinein wissen, warum das passiert. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen Dienstag und sage Servus und Ciao.